Hallo und herzlich willkommen zum alles entscheidenden Kampf. Wir starten an gegen Keltosat noch in Normal, aber wir können schon mal ein bisschen reinschauen in den Kampf und schauen, was er so alles kann. Ich bin sehr gespannt. Und? Der nächste Kampf wird nicht einfach. Ich habe gehört, dass der Boss allmächtig ist und unglaublich gut aussieht. Na, wenn es so ist, dann müssen wir uns ein bisschen anstrengen, aber das sollte eigentlich kein Problem sein, dieser Kampf. Ich werde dieses Mal, glaube ich, dann auf mein Priester-Deck setzen. Das Magier-Deck haben wir ja gerade eben schon gehabt. Aber ich denke, das Priester-Deck wird uns bei dem Kampf ein bisschen weiterhelfen, weil er doch sehr, sehr gemein ist. Also die Fähigkeiten, die er hier hat, sind echt eklig. Gegen Keltosat. Aber das sehen wir jetzt. Endlich lernen wir uns kennen. So, wir starten. Also bringt uns am Anfang nichts. Die Lichtbrut ist natürlich sehr stark, deswegen lasse ich die drin. Und er startet mit 10 Schild und 30 Leben. Na gut, der Betrüger, der Alte. Erste Runde machen wir nichts. Wir warten einfach mal ab, was er macht. Und er haut uns gleich mal 2 Leben weg. Gut, spiele ich gleich hier einen Beutehamster. Schauen wir, was er dagegen macht. Er geht wieder mit 2 Schaden in unser Gesicht. Spielt eine Münze und macht... ein Naxxramas-Schieben. Na, klasse. So, dann können wir selber eine Priesterin spielen. Heilen uns ein bisschen. Und mit dem Beutehamster gehen wir drauf. So, die Heilung geht auf den Beutehamster. War ja logisch. Und er geht uns ins Gesicht. Wieder mal. Was macht der Naxxramas-Schieben? Er kümmert sich um die Priesterin. Gut. Das ist nicht schlecht, deswegen können wir jetzt hier einmal die Lichtbrut spielen und gehen auf den Schemen. Ah, endlich bekommen wir einen Brunnen, dass wir hier auch ein bisschen Heilung abbekommen, das ist gut. Einmal kommt der Schaden. Okay, den sollten wir eigentlich wegnehmen. Also beide sind ein bisschen eklig. Ich werde auf jeden Fall den Brunnen spielen, damit wir hier was machen können, und gehe auf ihn los. So, und jetzt noch schnell ein bisschen heilen und hoffen, dass er uns jetzt nicht mit dem anderen den weghaut. Aber ich denke, er wird ins Gesicht gehen. Also ich hoffe es zumindest mal. Okay, er geht wieder auf uns los, spielt einen Tank und geht uns ins Gesicht, Gott sei Dank. Gut, unser Brunnen hat gewirkt und jetzt können wir den zweiten Brunnen spielen, mit ihm drauf gehen und dann kriegen wir noch den zweiten Tank. Aber wir können diesen Brunnen hier natürlich auch hochsetzen, gehen auf den 3-5er. So, bekommen wir dafür hier den 1-2er, den kriegen wir mit dem Smite weg. Und gehen auf den anderen. So, und die Heilung am besten auf die Lichtbrut, weil... ja, weil die ist doch sehr, sehr wichtig für den Kampf. Okay, er geht wieder auf uns, Gott sei Dank. Und haut uns 2 Schaden, also eine Weihe quasi. Okay, nächste Runde. Ich spiele den Tank, damit wir uns ein... oder? Lieber eine Heilung. Ah, ich glaube, der Tank bringt ein bisschen mehr. Die anderen können eh nichts machen, dann warten wir hier noch ab. Und er geht wieder uns ins Gesicht. Spielt den nächsten Tank. Macht einen Dreierschaden, bitte nicht auf Licht. Oh, danke. So, und bekommen hier einmal Schild. Ich gehe ja mit Lichtbrut hier drauf. Einmal. Spiele ein
gegen Over umsonst und ich hätte es auf Lichtbrot vielleicht spielen sollen. Okay. Und spielt die kleine Priesterin noch. Okay. Schauen wir, was er jetzt macht. Er geht wieder auf uns direkt und spielt eine Monstrosität. Und haut den 3 Schaden auf unsere Priesterin, damit wir bloß keine Karten ziehen. Und nochmal einen Heiler. Okay, perfekt. Wir können verdoppeln. Das passt mir eigentlich gerade sehr gut. Damit würde der auch hier überleben. Das heißt, wir spielen hier den Verdoppler rein. Haben damit 10, gehen hier drauf. Haben ihn auf 4 und spielen... Ja, was machen wir? Heilige Nova, können wir ihn weghauen? Oder... Ja, ich gehe auf ihn direkt. Okay, was macht er jetzt? Der alte Betrüger. Okay, er hat sich 2 Dreier hingesetzt und haut sich das gesamte Deck voll. Gut, dass wir natürlich hier noch eine heilige Nova dran liegen haben. Die können wir gerade gut gebrauchen. Wir spielen... Ach shit, ich hätte die Priesterin ja noch gehabt. So, macht aber nichts. Dafür sind unsere hier geheilt. Und gehen einmal hier drauf. Oder? Ja, gehen einmal hier drauf. Einmal hier drauf. Er kann eh nichts machen. Spielen die Priesterin. Heilen unseren Tank, damit der ein bisschen besser überlebt. Und das innere Feuer spielen wir diese Runde auf den hier und können damit das gesamte Brett freiräumen. Er hat oben seine eigene Fähigkeit auch noch ein bisschen ersetzt. Sehe ich gerade, er kann jetzt von uns einen Diener übernehmen für 8. Er nimmt aber erst eine andere Fähigkeit, Gott sei Dank den. Und haut uns alles ein bisschen um die Ohren, was geht. Wir haben Schattenwort tot, perfekt, damit können wir seinen Ace-Wüstling weghauen. Spielen noch unten hier und gehen, nicht gut, dann machen wir hier mehr Schaden. Einmal 8 Schaden, nochmal 5 Schaden. Das sieht eigentlich gerade sehr gut aus. Und er betrügt mal wieder, was geht. Und spielt sich einen Heilzombie. Okay. Der einen blöden Dusel. Ich könnte den übernehmen. Wäre allerdings arg blöd, weil ich ihn ja dann um 5 heil. Und ich denke, er wird so gemein sein und uns den gleich wieder wegnehmen oder übernehmen. Also es wäre rausgeschmissen, wenn ich das jetzt mache. Deswegen einmal selber heilen. Und wir gucken, wir haben ja noch genügend Leben. Also 24 ist ja eine schöne Hausnummer. Gut, was bekommen wir? Ein Schattenmord. Ja, perfekt, dann heilen wir uns doch gleich. Einmal um 3. Zack, da kriegen wir nochmal hier nochmal extra. Sind fast wieder auf dem vollen 30. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass er irgendwas Großes, Ekliges spielt. Wir bekommen eine Heilung. Bringt uns nichts, aber wenn es so aussieht und er nur einen Schaden macht, ist es mir eigentlich schon recht. Okay, den 5-5er. Den möchte ich eigentlich schon. Den können wir behalten, dann übernehmen wir ihn von ihm. So, und geben die Runde ab. So, was macht er jetzt? Die Ketten? Er lädt sich ihn aus. Wir bekommen ihn Gott sei Dank zurück. Es ist noch normal. Wir können jetzt den... Ja, ihn hier spielen, um ihn zum Heilen. Den anderen weghauen. Das heißt, ich spiele unseren... Ja, ich nehme ihn so weg. Dann können wir ihn auch heilen. Wir ihn nochmal hoch. Und spiele ihn raus und lasse ihn so zu einem 5-8er machen. So, wir haben 11 Schaden dran liegen. Und er betrügt schon wieder. Er spielt schon wieder Nether.
Ich glaub's nicht. Gut, wir bekommen Lichtbrunnen. Das ist auch okay. Damit kann ich auch leben. Einmal Darm, einmal Silber heilen. Und jetzt kommen die 13 Schaden. Müssen wir doch wohl noch irgendwie weghauen können. Also mit dem können wir nichts anfangen. Den anderen kann ich weghauen. Wir bekommen einen Manipulator. Das ist schön. Damit mache ich mir erstmal eine zweite Lichtbrut. Und kann jetzt natürlich schön bequem einmal auf den da ins Gesicht gehen. Mich selber heilen. Und ja, gebe die Runde ab. Also ich hoffe, wir kriegen es so durch. Wir haben noch genügend Leben, das heißt, es sollte auch so irgendwie gehen. Er geht allerdings auf unsere Lichtbrut, haut sie auch uns weg. Will die andere uns auch noch weghauen. Aber wir haben eine Stille. Die setze ich auf den... Summers? Ja, die setze ich auf den Tank. Dann kann ich ihm ins Gesicht gehen. Mach eine Komplettheilung hier einmal. Dann hat er immer noch 5 und geh ihm wieder ins Gesicht. Er hat noch 3 Leben. Und das sollte doch eigentlich zum Knacken sein jetzt. Er nimmt unsere Lichtbrut, das ist sehr schön. Dadurch hat er jetzt verloren, weil wir kriegen den zurück. Dankeschön. Er spielt auch keinen Tank. Und damit haben wir ihn. Wir können jetzt noch überlegen, welchen wir da davon nehmen. Den können wir nicht. Der ist blöd, dann nehme ich den 4-4er. Dankeschön. Und hau kurz. Wir sehen uns im heroischen Modus. Darauf freue ich mich auf den heroischen Modus mit dir. Der wird sicherlich interessant. Das war der Normalmodus. Wir haben jetzt alle 15 geschafft und bekommen dafür jetzt die Belohnung noch aus diesem Kampf. Einmal die Naxxramas-Schemen, die ich sehr, sehr gut finde und da, wo ich sehr, sehr gespannt bin, in wie vielen Meta-Decks die auftauchen werden. Und natürlich hierfür noch die Truhe aus der oberen Spitze oder Spitze der Nekropole. Wir bekommen Kel'Thuzad, den ich wahnsinnig stark finde. Also alle Gegner, die gerade gestorben sind, wieder herholen. Das ist... Ja, das ist wahnsinnig stark. Wir haben alle 15 geschafft. Naxxramas ist im Normalmodus geklärt. Und da jammert der alte Kel'Thuzad. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und das war Naxxramas im Normalmodus. Ihr könnt euch gleich nochmal alle Folgen anschauen. Und natürlich sehen wir uns gleich in der Herausforderung, beziehungsweise im heroischen Modus. Und ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Gebt ein Like, gebt ein Abo. Und bis gleich. Wir sehen uns. Bis dann. Hearthstone, Heroes of Warcraft. Fluch von Naxxramas, ein Hearthstone-Abenteuer.